Halt mag ich eigentlich gar nicht mehr wieder kommentieren, dann irgendwie alleine, weil da keine Ursache. Ging es jetzt um die ganzen Lotus-Sachen oder? Ja, ich war ja der Micha Reiter schrieb jetzt gerade. Also so viel Wissen kann man ja gar nicht haben. Ja, also das ist schon gut, wirklich. Das ist also das, was ich noch so gerade eben zusammenkriege. Also ich lese auch durchaus mehr, aber Ja, Alzheimer macht sich bei mir langsam bemerkbar, also von daher, ich behalte da nur das Wichtigste. Michael, melde dich mal einfach in dem GT1-Forum an und lies mal alles, was da steht, alles. Wie viele sind das? 400.000 Beiträge oder so? Irgend sowas habe ich mal. 200.000 Beiträge und 7.000 Newsmeldungen, dann hat man so ungefähr einen Durchblick. Dann hast du ungefähr auch den Stand, genau. So. Viel interessanter sind ja noch die Sachen, die ich alle gar nicht schreiben darf. Das ist das kriegt man dann nämlich ab einem gewissen Level auch mit. Diese ganzen Insider-Informationen, für die man dann aber seine guten Kontakte und guten Freundschaften aufs Spiel setzen würde. Ja. Das gibt dann nochmal einen richtig tiefen Einblick und dann kann man, wenn die Zeit dann gekommen ist, die ab und zu auch mal durchblicken lassen. Also da gibt es schon sehr interessante Stories, die man mitkriegt, wenn man gerade so vor Ort an der Rennstrecke ist. Die sammelt man dann, um sie dann irgendwann in so Büchern wie dieses eine hier über die DRM von dem geschätzten Kollegen Büsing zu veröffentlichen. Also das, wo die ganzen kleinen Schoten und so weiter drin stehen, die sich die Rennfahrer über die Jahre hinweg alle geleistet haben hier. Ja, ja. So. So, Sebastian Röhn sitzt im Notox Z4. Also hat das Steuer übernommen von Ronny Hindl. Und der Sebastian Röhn war ja nicht wesentlich langsamer als der Ronny. Nein, die sind da also bin ich der jetzt Sebastian gespannt, wie der sich gegen die anderen zweiten Fahrer schlagen wird. Ja, die müssen jetzt erstmal in die Box kommen. Ich weiß jetzt nicht so ganz genau, warum der Ronny jetzt schon so zeitig in die Box kommt. Aber vielleicht auch mit dem entsprechenden Programm gearbeitet haben. Ja, es kann auch taktisch, also beim Sebastian, da weiß man, der rechnet auch sehr viel, also vielleicht hat er sich irgendwas ausgerechnet, ich bezweifle jetzt, dass er Position, auf der er wieder ins Rennen kommt, dass er das jetzt wirklich hundertprozentig hinkriegt, aber sowas in der Richtung ist es dann schon. So, jetzt wollen wir mal sehen, was da jetzt für eine Rundenzeit dann am Ende dabei rauskommt. Dann sehen wir nämlich auch, ob die Herrschaften Reifen gewechselt haben, weil Platz 7 mit Boxenstopp nur drei Plätze verloren, das ist mir ein bisschen kurz gewesen. Wobei sich da schon also ganz schöne Lücken im Feld jetzt aufgetan haben. Ja, da werden wir also jetzt in der nächsten Frage. Zeit ein bisschen mehr nach Themen oder nach Alternativthemen oder nach Action an der Strecke suchen müssen. Ja, wie gesagt, das ist meine Erfahrung bei diesen Langstreckenrennen ist, dass man am Anfang günstigstenfalls wie bei uns ein und eine Viertelstunde richtig Action hat bis zu den ersten Boxenstopps oder bis kurz nach diesen Boxenstopps. Und dann erstmal bis kurz vor Ende, bis zum letzten Boxenstopp, eigentlich relativ wenig passiert. Was tut sich um Platz 9 im Augenblick? Gehen wir mal da drauf. Ja, Martin mal 3,30. Nee, die haben vollen Stopp gemacht. Die haben vollen Stopp gemacht. So, gehen wir mal auf die 9. So, da haben wir sie. Da ist der Immanuel Niklas ist Martin vorbei Stöllinger. An... Martin Stöllinger, möchte ich meinen. Nee, da muss es auch einen Stopp gegeben haben, weil da war ja vorher der Sebastian Slavik im Auto. Das ist der Ace Racing Nissan, der da hinten dran ist. Und da werden wir mal gucken, weil Stöllinger ist natürlich eine Ansage. Wir erinnern uns mit Freude an die Multileague 2011, die Hauptsaison Multileague, wo Ace Racing im LMP die Meisterschaft gewonnen hat. Und natürlich, und Martin Stöllinger eine der Hauptsäulen war dieses Championats. Also werden wir mal schauen. Und so wie das hier aussieht, wird das hier nicht lange dauern. Und dann wird er sich wohl den Herrn Niklas da greifen, weil ich befürchte mal, dass auch GTR4U noch nicht in der Box war. Ja. Diese werden dann aber jetzt mit frischen Reifen unterwegs sein.
Doch, Lutz, waren die. Die waren auch gerade in der Box. Ja, mach. Ich müsste mich ganz kurz mal für 5 bis 10 Minuten verabschieden. Ich komme dann gleich in den Stream zurück, ja? Alles klar. Alles klar, Rob. So, meine Damen und Herren. Ja, Sprachlosigkeit herrscht. Was soll man erzählen, wenn man einen Mann wie Harald Galinis hier nebenan sitzen hat? Oder neben sich sitzen hat? Das ist schon eine Ansage. Also, Halleluja. Das war wieder mal eine von den Übertragungen bisher, wo es richtig spannende News gab, die man so auch nirgendwo liest oder hört oder sonst dergleichen Dinge, die aber einfach nur interessant sind. Und ich hoffe, das Renngeschehen ist nicht zu kurz gekommen. Ich denke mal, wir haben hier jetzt eine gute Symbiose gefunden zwischen Haralds Wissen zu übermitteln und dem Renngeschehen hier. Ich denke mal, das ist okay so. Da gab es ja letztes Jahr schon den ein oder anderen Kritikpunkt. Aber wie gesagt, dafür steht halt diese Serie. Sonst bräuchte man das nicht machen. Weil einfach Rennen fahren ist natürlich auch irgendwo... Ja, wie soll man sagen? Das kann jeder erstmal. Aber so jemanden wie Harald Galinis hier zu haben, das ist schon was Besonderes, ganz klar. So, jetzt haben wir ihn genug gelobt. Den Jungen aus Garbsen in der Nähe von Hannover. Deswegen spricht er so ein vorzügliches Hochdeutsch. Das ist ein Dialekt dort. Genau. So. Aber momentan Martin Stöllinger noch nicht ganz in der gewohnten Performance. Oder aber der Emanuel Niklas kann hier einfach vernünftig Paroli bieten. Also beide waren in der Box. Also das war eine Fehlinformation. Aber jetzt sind auch Krause und Ebner in der Box. Krause hier. Und Ebner kommt jetzt aber erst rein. Oh, der wird den ja wohl nicht... Oh! Alter Schwede. Was war das denn? Also abgefertigt wird. Ich hatte jetzt so ein bisschen Schiss. Wir gucken mal, gucken uns das hier nochmal an. Wie der hier auf den... Ja, jetzt hat er die Bremse an. Oh! Alter, was ein Boxenstopp. Ich dreh weg. Ja, Hammer. Hammeraktion. Wir gehen wieder live. Also, die Jungs hier aus der Spitzengruppe jetzt in der Box. Schauen mal vorne, was macht Mr. Helsten. Oh, Thomas Wackerbauer führt. Aber der war definitiv noch nicht in der Box. Und der war zuletzt in Runde 23 drin. Das heißt, der hätte notfalls noch 2 Runden jetzt. Wenn es wieder so passt. Nein, er kommt jetzt rein. Er kommt jetzt rein. So, Rickard Helsten jetzt hier. Fährt jetzt auf die Blanchiment zu. Das wird passen aus der Stavelo raus hier. Und genau. Und Stefan Karnitz dann doch schon mit etwas Rückstand. Wir schauen mal. Karnitz war auch in der Box. Wie lange hat Helsten gestanden? 3,31. Karnitz 3,29. Also die haben wieder einen Full-Service gemacht. Ostermann noch nicht in der Box, der müsste aber jetzt auch reinkommen. Schauen wir mal. Und das Team von Online Motorsport hat nochmal einen Fahrer gewechselt, jetzt auf Hans-Peter Maid. Und auf Platz 11 sind die jetzt rausgekommen. Das ist natürlich bitter. Von fast führend, also von Platz 2 ganz dicht am ersten dran. Rück jetzt nach dem Boxenstopp auf die 11. Aber da sind noch ein paar Teams vor ihnen, die auch noch tanken müssen. Beziehungsweise pitten müssen. So, jetzt schauen wir mal, ob... Genau. Ostermann kommt jetzt auch in die Box für RSA. So, Sebastian Röhn übernimmt damit den 4. Platz. Mal schauen, wie weit es noch für ihn nach vorne geht. Er müsste... Müssen wir mal gucken, ob er auch noch an Wackerbauer vorbeigeht. Karnitz.
Sebastian Deck hat jetzt das Auto übernommen. Das wird eine... Ah, nee, eng wird's nicht. Aber Rhön, da haben wir unser nächstes Duell. Das ist das, was ich vorhin sagte. Hier vorne in der Spitzengruppe wird's nach dem zweiten Boxenstopp wieder etwas enger werden. Weil sich jetzt eventuell unterschiedliche Strategien neutralisieren. Also das ist... Und unterschiedlich kann ja hier nur sein, ich wechsle Reifen oder nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die beiden Teams... GP Racing und Notox beide Reifen gewechselt haben bei beiden Stops. Ups, ich habe hier eine Nachricht, die habe ich noch gar nicht gesehen. So, ich habe gesehen, dass wir phasenweise sogar die RLMS von den Zuschauerzahlen her übertroffen haben. Also da bin ich natürlich... Was heißt... das ist keine Schadenfreude, ne, gar nicht. Aber ich bin baff erstaunt und freue mich natürlich gigantisch darüber, dass wir hier trotzdem noch so ein populäres Rennen auf einem anderen Kanal läuft, hier trotzdem noch so viele Zuschauer haben. Also vielen, vielen Dank an die Fahrer und an unsere Zuschauer. Das war nach dem Debakel von vor 14 Tagen nicht zwingend zu erwarten, dass das hier, dass man uns dieses diesen Fauxpas verzeiht. So, schauen wir mal. Also Sebastian Rhön, was ist jetzt hier eigentlich der Abstand? Was kriegen die jetzt zustande oder beziehungsweise was kriegen sie nicht zustande? Da sind sie. Da sind sie alle beide im Bild. Also Sebastian Deck jetzt hier auf die letzte Schikane oder auf die neue Schikane. Bassstopp mag ja keiner mehr sagen. Ich weiß gar nicht, warum der Harald die alte Bassstopp nicht mag, aber also ich mochte die sehr. Nicht unbedingt selbst fahren, aber zuschauen war immer nett. So, jetzt hier mal der Blick aus dem Cockpit von Sebastian Rhön. Auch hier dieses verdammt enge Kurven mit dieser Boxenmauer hier in der Las Horas. Ich finde das grandios. Und da sehen wir hier manchmal deutlich andere Linien. Also von daher, das ist nicht Standard zuzufahren. Und auch ganz sauber hier durch die Rouge. Keine Fehler. Sven Hesse schreibt, Mensch, das ist kein Entschluss, das ist kein Debakel. Naja, du weißt ja nicht, warum das so war. Ja, nein, also gut, wollen wir auch nicht sagen. Nee, wollen wir nicht. So, jetzt gucken wir mal, was Rhön hier drauf hat, beziehungsweise machen. Gucken wir an, wir gucken mal auf die Rundenzeiten. Sebastian Rhön, gut, Sebastian Deck die letzte Runde natürlich 3,35 mit Standzeit. Bei Sebastian Rhön kommt die Zeit jetzt erst. Aber die letzte Runde war hier... Ach nee, der ist ja, er hatte schon längst, er hat ja in Runde 42 schon gestoppt, also 3,30 und fährt jetzt hier eine 2,19. Also letzte Runde hier eine 2,19. Jetzt müssen wir mal schauen, was Sebastian Deck jetzt hier als erste Runde nach seinem Boxenstopp. Aber wir sehen das hier klar. Sebastian Rhön holt hier klar auf. Es ist eine Frage der Zeit. Wichtig ist, dass der Thomas Wackerbauer, weil er wirklich, also ich weiß nicht, wie lange ich den schon hier, also er ist ja, kommt ja aus der Europa-Liga, wie lange er schon hier an Events teilgenommen hat auf SimRacing.org und SimRacing.de, jedenfalls schon ewig irgendwie in unseren Listen. Und es hat mir wirklich, ist es mir, so schwer ist mir noch nie eine Disqualifizierung gefallen, weil der Junge wirklich ein richtig guter Fahrer ist und da von seinem Teamkollegen, ja, ob nun versetzt oder nicht, dass da war, gab es wohl einen krankheitsbedingten Ausfall, wie auch immer, einen gesundheitlich bedingten Ausfall, wurde allerdings etwas komisch kommuniziert. Von daher hat mir echt in der Seele wehgetan, den Jungen da zu disqualifizieren, aber nutzt nun mal nichts. Da kann man mit persönlichen Sympathien nicht umgehen, das geht nun mal nicht. Und somit ist er jetzt ja, endlich im Team, ist bei GP Racing untergekommen, hier zusammen mit dem Sebastian Deck, der auch nicht unbedingt der langsamste ist. Also von daher, schauen wir mal, weil Sebastian Rhön gehört ganz klar zu den Besten, das muss man sagen.
und sich hier gegen ihn rundenlang zu behaupten, das ist schon mal keine schlechte Ansage. Aber die erste Runde von Sebastian Deck war mal schlichtweg 2 Sekunden langsamer. Das widerspricht dem jetzt so ein bisschen, was ich erzählt habe. Kanitz da vorne. Allerdings fährt 2.19.6, 2.19.1, 2.19.0. Also der macht hier richtig Betrieb. Allerdings, Rickard Helsten fährt da vorne 2.18.6, 2.18.6, 2.19.2 nach seinem Boxenstopp. Also, dass hier Torrent Motorsports irgendwie das in die Reihe kriegt, geht außer Frage. Nur müssen die jetzt irgendwann mal stoppen, die Herrschaften. Also 40-60% gehen wir den Zweierteams zu, je nachdem, wie sie hier auf, bei so einem 4-Stunden-Rennen stoppen müssen. Also er muss beim nächsten Wechsel das Cockpit abgeben, ganz klar. Aber Petter Casar ist jetzt nicht unbedingt derjenige, der da jetzt hier der Langsamere wäre. Und ich bin ja sehr froh, dass sie dabei sind, weil das Team fährt ja auch noch in der VLMS ERL, eine US-amerikanische Rennserie. Und die haben heute auch irgendwie, ich glaube, 6 oder 8 Stunden Rennen. Boah. Da muss er ein bisschen korrigieren. Das war nicht das Optimum. Ist scheinbar ein bisschen später hier auf der Bremse. Mal sehen, wie sich das hier beim Rausbeschleunigen ausgeht. Ob das nur der Ziehharmonika-Effekt ist oder ob er tatsächlich ein bisschen später bremsen konnte. Ah, nee, das ist so eins und dasselbe. Jetzt gibt es auch schon mal Lichthupe, davon ist eine Überrundung. Und da wird auch ganz fair Platz gemacht. Ganz fair, das ist das Sachschwitzer Racing Team. Die übrigens morgen Abend Übertragung haben. Da könnt ihr mich dann nochmal zusammen mit dem Matthias Schöllkopf bewundern. Ja, genau. Und die haben ja auch eine kleine ALMS-Serie. Das heißt, 90 Minuten Renndauer mit in 2 Klassen, mit LMP2 und GT2. Ein riesen Starterfeld, 42 Autos im Schnitt dort am Start. Also da und richtig, richtig Action dort immer. So, jetzt gibt es hier einen Angriff. Sebastian Röhn versucht es außen. Das ist natürlich ein bisschen, dazu war er noch zu weit hinten. Aber er hat sich schon mal gezeigt, gesagt, Junge, also, ich will dich, ja, nicht missverstehen. So, wir gucken mal, wie sieht's hier sonst so um die Rundenzeiten aus? Haben wir da noch... Ja, auf der 6. Und da wird spannend, weil auch X-Factor Racing hat gewechselt. Jörg Lang ist unterwegs. Oh, da ist der Aston Martin hier unterwegs, der etwas zerstörte. Jörg Lang auf der Verfolgung von Emanuele Niklas. Und da schauen wir uns auch mal die Rundenzeiten an. Lang, niedrige 2.19er, auch mal eine 2.18 dabei. Also der geht hier gerade richtig ab. Niklas etwas langsamer. Nee, obwohl kann man auch nicht sagen. Nee, also die nehmen sich momentan nicht so wahnsinnig viel. Aber auch die müssen in Kürze wechseln. Kürze bei ihrem nächsten Boxenstopp. So, in ziemlich genau einer Minute haben wir Halbzeit. Und das ist doch mal kurzweilig hier. Ganz ehrlich. Also, hier ist das so, als hätte ich hier ein ganz normales Rennen, so über eine Stunde bisher moderiert. Natürlich auch ein Stück weit mit an Harald, das ist klar. Kurzweiliger geht's kaum. So, was macht Lang jetzt hier im Alpina? So, zumindest verkürzt er den Abstand, das sieht man deutlich.
genau. Beim Überfahren Start und Ziel war es eine Sekunde. Jetzt haben wir 0,6. Also er hat ihn hier im ersten Sektor 4 Zehntel abgenommen. Und jetzt ist er, glaube ich, noch viel dichter dran. Ja, so viel dichter ist es nicht. Also wir haben jetzt wieder schöne Zweikämpfe hier auf der Strecke. Das ist grandios. Sebastian Röhn ist noch nicht vorbei an Sebastian Deck. Nee, da ist der Abstand auch noch größer. Deswegen gehen wir mal wieder hier zurück zu Jörg Lang, der auch dafür steht, dass er richtig, richtig zur Sache gehen kann. Alter Nordschleifenspezialist. Achim Krause hat hier definitiv einen guten Job gemacht. Der erste Fahrer. Und er ist hier wirklich ganz formatfüllend im Rückspiegel von Niklas. Also, upsala, da stand er ein bisschen quer, aber das ging Niklas nicht anders. Und die fahren hier echt letzte Rille, die Jungs. Da geht's wirklich 105%. Boah! Leute, 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 Leute. Dazu muss man sagen, fährt der Erste hier diese Linie und ihn trägt's raus, fährt der Andere gnadenlos hinterher. Da kann man gar nichts gegen machen. Man muss sich vorstellen, der Hinterherfahrende sieht lediglich das Heck von dem Auto, nichts anderes. Und wenn der irgendwie falsch einlenkt, macht man das automatisch mit. Und dann passieren solche... Oh! Ach du meine Nase, wer ist das denn da oben? War das Sebastian Deck, der da stand? Martin Stöllinger jetzt durch, das war Sebastian Deck, das müssen wir versuchen nochmal raus. Upsala, hier passiert's. Hier beim Rausbeschleunigen, zu früh auf dem Gas, dreht das Auto und steht sowas von bescheuert hier. Der kann hier nichts machen. Oh, ja. Nur gut, dass die anderen hier so langsam sind, aber da kann man ihm hier keinen Vorwurf machen. Auf alle Fälle ist er jetzt auf Platz 7 wieder unterwegs. Und hat jetzt gut zu tun. Wir haben jetzt hier 3 Zweikämpfe, nämlich auf Platz 7 und 6 mit Martin Stöllinger und Sebastian Deck. Auf der 5... Oh, das hat sich schon erledigt. Jörg Lang ist vorbei an Emanuel Niklas. So, und Sebastian Röhn, gut, dieses hat sich jetzt auch erstmal aufgelöst. Der hat erstmal gut 20 Sekunden Rückstand auf Stefan Karnitz und von den Rundenzeiten her sieht das nicht so aus, als ob er ihn einholen könnte. Karnitz fährt hier permanent 2.18er, 2.19er Zeiten, sowie auch Helsten und momentan auch Langen. Ja gut, der hat auch mal eine 20.0 dabei, aber bei Sebastian Röhn... Jetzt die letzte Runde eine 20-3. Und ja, das ist alles so 20-4, 20-7, 20-5. Mal auch eine 20-0. 2-19 ist er auch gefahren. Also das ist alles, sind keine Zeiten oder keine Zeitunterschiede, die hier irgendwie darauf hoffen lassen, dass sich hier das Podest nochmal im Zehntelabstand um die Strecke bewegt. Ganz sicher nicht. So, Jörg Lang, also er legt auch so gleich mal ein bisschen Abstand zwischen sich und Niklas. Also das war sicherlich, er fährt jetzt so ein bisschen mit, naja, Messer zwischen Zehen würde ich nicht sagen. Grund zum Ärgern haben sie nicht, sie haben halt ihr Qualifying verblasen da. Sie hatten durchaus Chancen auf die Pole, also zumindest laut Hotlap-Liste. Und Achim Krause hat bei einem Qualifying vor 14 Tagen da leider ein bisschen Mist gebaut und... Somit standen sie heute nur auf Platz 10. Das hatten sie auch nur der Tatsache zu verdanken, dass sie das Reglement der Superpole irgendwie verpeilt hatten. Und dadurch, dass sie generell in die Superpole gefahren sind, das erste Qualifying hatten sie gewonnen, sind sie halt dann auf dem letzten Platz der
derer, die die Superpole ausfahren, gestartet. Das war dann halt Platz 10. So, momentan hier unterwegs auf Platz 4. Das geht doch mal gut vorwärts. Und schauen wir mal, was am Ende da rauskommt. Und dann wird es auch in der Meisterschaft recht spannend. Wir haben so eine kleine Grafik vorbereitet, die aber eigentlich völlig nichtssagend ist, weil sie ist, ja, was soll man sagen, also man kann da nicht so wirklich, wir sind ein Rennen gefahren, so, und da gibt es halt auf dem Sachsenring einen Gewinner, das ist Notox Racing gewesen vor Torrent Motorsports und Allstar Racing. So sieht's aus, auf Platz 4 war damals PVG, Langstreckenserie, und die Jungs sind halt, Langstreckenrennen heißen sie, genau, die sind halt, diese vier Teams sind halt mit Erfolgsblei belastet. Und ja, so sieht das aus. Okay, gehen wir wieder live. Ja, okay, aber der Jörg Lang hält ein sehr gutes Tempo durch. Das muss man an der Stelle. Der macht jetzt hier richtig Betrieb. Du hast auch leider drei echt spannende Geschichten hier verpasst. Wir hatten nämlich drei Zweikämpfe zur gleichen Zeit. Sebastian Röhn, Sebastian Deck. Leider hat Sebastian Deck sich ausgangs der Lasors ein bisschen früh auf dem Gas und stand dann völlig ungünstig da genau im Scheitelpunkt der Kurve. Und, hinterm Scheitelpunkt, genau. Also die Jungs kamen rum, haben ihn nicht gesehen. Gott sei Dank stand er sehr dicht an der Mauer, sodass es keine Kollision gegeben hat. Aber bis er da wegkam, hat halt Zeit gekostet. Und jetzt fährt er auf Platz 7. Und da haben wir auch das Duell noch. Haben wir nicht mehr. Der Emanuel Niklas ist dort erstmal entschwunden, so wie es aussieht. Der allerdings hatte gerade einen sehr, sehr schönen Fight mit Jörg Lang. Das haben wir hier gesehen, bis Jörg Lang dann an ihm vorbeigehen konnte und dann auch mal gleich Zeit zwischen sich und seinen Gegner da legen konnte. Also ziemlich cool, wenn man mal bedenkt, dass wir jetzt die Halbzeit überschritten haben, Bergfest hatten. Deswegen warst du weg. Du warst Bergfest feiern. Ja. Ja, genau. So, da haben wir den Emanuel. Okay, das sieht aber noch nicht so aus, als wenn sich das jetzt endgültig aussortiert hätte. Na, weil zweieinhalb hinter dem Sekunden Emanuel sind schon. Sehe ich den Martin Stöllinger noch. Genau. Genau, genau. So, und die werden jetzt hier, das wird hier eventuell nochmal spannend, weil Stöllinger fährt, naja, nicht unbedingt schneller, aber er ist immer so einen ganz kleinen Ticken. Ist er schneller. Also zum Beispiel letzte Runde 2.19.6, Niklas 2.19.7. Ja, also so ein, zwei Zehntel machen die immer. Das heißt, hier wird's auf alle Fälle nochmal spannend. Jetzt sehe ich gerade, Stefan Schulz ist auf Position 10 in der Box. Und Emanuel lässt es auch ziemlich immer qualmen. Das geht natürlich auf die Dauer ziemlich auf die Reifen. Genau. So, jetzt müssen wir mal gucken. Da haben wir ihn. Genau, Ostsee Racing bereits jetzt schon wieder an der Box. Ich gehe mal davon aus, dass die sich auf vier Boxenstopps eingeschossen haben. Und während hier vielleicht der ein oder andere. Ne, mit drei kommt man nicht durch. Wenn man nach 55 Minuten in die Box muss, muss man sich das hier irgendwie ein bisschen einteilen. Ja doch, mit drei kommt man durch, ja doch. Aber die müssten dann, also. Man fährt vier Stints, genau. Und aber die müssten jetzt hier irgendwie, die haben sich da irgendwas anders ausgerechnet, weil die sind ja immer arg früh in der Box. Warten wir mal ab. Ja. Entweder haben die noch einen Masterplan, den wir noch nicht begriffen haben. Ja, genau. Die gehören mit zu den Teams, die verwachst haben. Ja. Das wird sich erst am Ende des Rennens entscheiden. Achso, ja. Vier Stops, fünf Stints Minimum. Genau, so ist es. Sorry, ich muss jetzt auch erstmal Marino herrechnen. Wobei natürlich der fünfte Stint, das würde ja heißen bei zwei Fahrern, einer fährt drei Stints, einer zwei. Ja. Das muss natürlich entsprechend aufgeteilt werden, dass der zwei Stints fährt, nicht zu wenig fährt. Ja, nein, dafür haben wir ja diese Prozentregelung, die natürlich nur greift, wenn es technisch machbar ist. Wir wissen ja selber, wie die, das hätten wir jetzt vielleicht im Briefing noch ansagen müssen, dass das jetzt hier anders gilt. Das wissen aber die meisten Teams. Die wissen, dass sie hier dass bei zwei Fahrern dann notfalls gedrittelt werden muss. Also dann ist es halt so. Ja. Also der eine zusätzliche Stint, der da gefahren wird, den muss halt irgendeiner der Fahrer fahren, der eigentlich schon sein Soll umhat.
Aber das ist einfach so. Wir haben ja hier jetzt auch das Phänomen, jetzt gerade auch bei denen, die zwei fahren, dadurch, dass die ja bei 50 Minuten gestoppt haben, sind jetzt schon mehrere Teams, die noch den ersten Fahrer drin haben, die jetzt beim nächsten wechseln müssen und der fährt dann auch zu Ende. Das ist akzeptabel, das wird akzeptiert so, das ist so. Also ob die nun 20 Minuten vorher ihren Boxenstopp hatten und der dann einsteigt, bis zu Ende fährt und dann das Limit überschreitet. Also genau auf die 50% geht sich das bei so einem Rennen nicht aus. Aber wenn der Thomas mich hier anstupst, gehe ich mal davon aus, dass er mich hört. Wäre mal nett zu erfahren. Quatsch, Thomas Wackerbauer. Jetzt habe ich ihn verwechselt mit Vortex. Das sind unsere Freunde mit dem Aston, die sind immer noch mit dem gewichtsoptimierten Fahrzeug unterwegs. Weil da auch noch nicht so richtig viel nach vorne geht. Gut, Micha, diese Rechnung, die du mir da eben aufgemacht hast, die müsste ich erstmal überprüfen. Weil ich weiß ja, von wem sie kommt, von daher lese ich sie jetzt nicht vor. Ich habe keine Zeit dafür. War ein Spaß. Gucken wir mal. So, also, hier der Führende, den haben wir jetzt lange genug im Bild gehabt. Gehen wir mal hier wieder weiter. Dann haben wir hier Stefan Kallens. Oh, warte mal, ich muss mal schauen, ob wir hier eventuell im... Sind wir hier im Replay? Nee. Gut. All-Star Racing hier auf der 3. Auf der 4. Oh, und da geht's hier zur Sache. Mensch, ich hab fast verpasst. Notox und X-Faktor. Notox und X-Faktor. Jetzt gucken wir auf die Zeiten. Also, das sieht fast identisch aus. Auf alle Fälle ist das hier jetzt eine ganz heiße Kiste. Gucken wir mal ins Cockpit. Also ich muss sagen, ich bin schwer begeistert. Da soll noch mal einer sagen, Langstreckenrennen wären langweilig. Langstreckenweilig. Ja, da passt das berühmte Handtuch teilweise nicht zwischen. An einigen Stellen. Genau. Könnte gut für ein BMW-Werbevideo reinschauen. Ja, genau. Müsste man den mal anbieten. Ja, ich hatte ja mal E-Mail-Schreibereien mit dem Andreas Schwarzmeier, heißt er? Müller? Schwarzmüller? Schwarzmeier? Irgend sowas. Ja, aber da ist leider nicht viel mehr bei rausgekommen. Aber zumindest sind die immer ganz offen für solche Geschichten. Wir erinnern uns ja auch an die M3-Challenge, die damals gemacht wurde, wo es ja damals die unglückselige Firma Tentakel sich da kein goldenes Näschen, aber viel Respekt verdient hat, auch wenn sie ansonsten ihre Leute mehr oder weniger an der Nase rumgeführt haben. Aber die Geschichte war ziemlich gut. 3 Millionen Downloads sind letztendlich nur eine vierstellige Anzahl von Leuten tatsächlich gefahren, aber war spannende Geschichte. Und so, BMW jetzt könnte es eventuell klappen. Ja, er ist schon vorbei. Ja. BMW hat damals in den USA den Preis für die innovativste Produkteinführung bekommen für diese Geschichte mit diesem Spiel. Einführung des M3. Und das war ein richtig netter Gag. Das hat auch gut eingeschlagen. Hat BMW auch sehr gut gefallen, diese Geschichte. Könnte ich mir vorstellen, dass diese für sowas nochmal zu haben wären. So. So, X-Faktor hat sich jetzt den dritten Platz geholt mit dem Jörg Lang, BMW Alpina, genau. Also diesmal damit auf dem virtuellen Podium. Aber genau. Wir warten mal ab, es sind ja noch ein bisschen was hin. Eine Stunde 40 Minuten haben wir noch. So sieht's aus. Wir wissen ja, X-Faktor ist auch immer mal gut für eine Überraschung. Da ist dann auch schon mal irgendwie ein Katapult
auf der, in der Garage, der das Auto dann auf die Start- und Zielgerade schmeißt. Dem Fahrer aber davon vorher nichts sagen. Ja. So geschehen auf dem Nürburgring letzte Saison. Mhm. Und ich glaube, auf dem A1-Ring war es auch nicht besonders glücklich, was da ablief. Ja, das kann ich mich auch so grob erinnern, dass das Auto mehrfach neben der Strecke gesichtet wurde. Mhm. Naja, gut, nach so einer solchen Saison tut es bestimmt schon gut, wenn man dann mal ein bisschen zuverlässiger die Rennen zu Ende fahren kann. Vor allem, weil das ja hier auch immer sehr langwierige Sachen sind. Man bereitet sich wochenlang vor, man plant das richtig, man dreht hunderte von Runden im Grunde genommen, das ist ja nicht so eben wie beim Sprintrennen, und dann eventuell in der vierten Rennstunde dann gedenkt der Computer sich dann aufhängen zu müssen, das ist natürlich auch nicht immer so witzig für die Beteiligten. Richtig. Ich weiß noch, beim allerersten Le Mans Event 2007, das ich organisiert habe, da gab es ein Team aus Südafrika und sind beim Umschalten in die Rennsession vom Server geflogen. Oh. Das hat mir keiner gesagt. Ich habe es nicht mitbekommen. Und erst als mir dann irgendeiner sagte, da ist irgendeiner, der chattet wie blöd im Spiel rum, also es gibt ja so ein Ingame-Chat, was ja strikt verboten ist während des Rennens und während des Qualifyings, weil es unglaublich abgelenkt. Und also da habe ich das mitbekommen, und da war es aber schon zu spät. Da waren die irgendwie schon eine Viertelstunde unterwegs, und zwar aufgrund der technischen Gegebenheiten damals nicht möglich, das Rennen neu zu starten, weil wir hatten damals den ersten Livestream, wenn auch nur eine Stunde lang, aber der lief da gerade zu der Zeit, und der Typ konnte auch nicht länger und der das gemacht hat, und wir mussten das einfach durchziehen. Und die Jungs habe ich bis heute nie wieder in einer Organisation von mir gesehen. Ja, das ist schon bitter. Ja gut, das sind Fehler, die muss man mal erfahren, und dann ist man in Zukunft dafür vorbereitet und weiß, wie das dann zu handhaben ist. So lernt man ja immer dazu. Ich muss ganz klar sagen, also der Jörg Langen ist hier momentan gerade wieder in der letzten Runde die schnellsten Rundenzeiten. Ja. Karnitz hat sich verabschiedet von den 19er-Zeiten, und auch Helsten fährt keine 19er-Zeiten mehr, aber Langen fährt sie noch. Also, jetzt nachdem er an Rhön vorbei ist, die letzte Runde 2:19:2, das war mal 1,1 Sekunden schneller als die letzte Runde von Karnitz. Ich meine, da sind noch irgendwie 17 Sekunden dazwischen, aber und 57 Sekunden bis Helsten, also das ist eher unwahrscheinlich, dass er da nochmal ganz nach vorne fährt. Aber vielleicht. Also Karnitz muss ja noch abgehen an Micha Reiter beim nächsten Boxenstopp. Ja. Und nun ist Reiter allerdings auch nicht, es ist ziemlich eins, also die fahren so ziemlich die gleichen Zeiten. Und von daher ist es vergleichbar, aber hier Langen ja nun unglaublich präzise unterwegs. Also ich habe den jetzt ein paar Mal durch die Jugendstube gesehen, da ist kein Wackler, kein gar nichts, er geht da voll durch. Und dann fährt er die letzte Runde 2:18:8 gegenüber 2:20:2 von Helsten und 2:20:8 von Karnitz. Richtig. Also das, der Langen geht tritt jetzt erst richtig auf. Der geht jetzt im Augenblick mit Riesenschritten nach vorne. Richtig. Das wird eine hochinteressante Sache. Der Teamkollege von Jörg ist wer? Das war der Achim Krause. Ah ja, okay. Der ist schon gefahren, ne? Der war vorher drin. Jörg ist jetzt eingestiegen. Wann waren die in der Box? Das ist jetzt schon ein bisschen her, in Runde 45, jetzt haben wir Runde 57, also vor 12 Runden. Und und ich meine, der fährt jetzt noch, nach 12 Runden fährt der jetzt 18er Zeiten. Während jetzt bei fast der gleichen Anzahl Runden, also Karnitz ist 13 Runden draußen, fährt jetzt 2:20er Zeiten. Also der hat mal einfach irgendwie Reifen geschont, habe ich den Eindruck. Ich habe keine Ahnung. Also seitdem der an Rhön vorbei ist, fährt der hier wie entfesselt. Und wir sehen es ja auch, der hat ja jetzt auch schon auf Sebastian Rhön schon gut 4 Sekunden. Hier laut Live-Timing, also das ist schon ziemlich deutlich. Ja, hier steht es 3,639 Sekunden Vorsprung auf Sebastian Rhön. Hm?
So, gucken wir mal wieder ein bisschen weiter. Hier haben wir den Sebastian auf Platz 4, auf Platz 5. Da ist es nach wie vor spannend. Da fährt nämlich jetzt immer noch der Emanuel Niklas und der Martin Stöllinger. Und ihr erinnert euch vielleicht, ja, ich habe vorhin ganz kurz erwähnt, dass die so im Zehntelabstand unterschiedlich unterwegs sind. Und da die Rundenzeiten sich um Zehntel differieren. Da, ja, man sieht es. Die sind immer noch so mit 6, 7 Zehnteln hintereinander unterwegs. Grandios. Vielleicht ist es auch mal eine Sekunde, aber mehr auf gar keinen Fall. Gucken wir uns jetzt mal, gucken wir uns mal einfach die Rundenzeiten an. 2:20.7. Ach nee, Quatsch. 2:20. Ja doch, 2:20.7, 2:20.5, 2:20.5, 2:19.9. Und Niklas 2:20.0 geht auch fast als 19 durch. 2:20.8, 2:20.2, 2:20.7. Die fahren wirklich auf einem Level. Ja, das ist schon eine Truppe, die ganz eng beieinander liegt. Ich guck gerade mal durch. Weiter hinten sehe ich eigentlich nichts, was so in dem... Es sind immer so 5 Sekunden, dann ist auch mal eine größere Lücke drin. Also das ist im Augenblick das Duo, was noch am ehesten miteinander um die Plätze kämpft. Ja. Wir haben jetzt überall die 2 Piloten drin, ja? Nein, Rickard Helsten fährt noch alleine. Also er ist noch, hat noch nicht gewechselt. Muss Stefan, ja jetzt spätestens beim nächsten Stopp wechseln, ne? Stefan Karnitz ist noch im Auto. Ich glaube, der Emanuel Niklas ist auch von Anfang an gefahren. Ansonsten sehe ich hier eigentlich nur neue Namen. Dirk Vogel sitzt, glaube ich, wieder im Auto. Da war zwischenzeitlich jemand anders drin. Ja, und der Alex Keller hat auch das Auto übernommen bei GT1. Immer noch auf Platz 21. Auch noch mit sehr viel Luft nach vorne. Sackschwitzer hat übernommen. Ja. Und der Guido, da gehen wir jetzt mal hin. Da gehen wir mal hin. Sowas hat sich so ein Team auch verdient. Hier ist momentan nicht zu erwarten, dass es hier ein Überholmanöver gibt. Und wenn, ist es durch Fehler. Aber das ist unglaublich. Es ist unglaublich. Der Guido Giesing ist hier unterwegs. Auf Platz 24 mit diesem geschrotteten Aston Martin. Also da fehlt immer noch die Kofferhaube. Oder was ist das da? Ja doch, der Motor schon vorne. Ja klar, hat keinen... So, liegt, ob der eventuell einen Mittelmotor hat. Nee, hat der nicht. Ja, also da fehlt immer noch der Kofferdeckel. Und das Auto sieht noch nicht viel besser aus. Ich würde sogar fast sagen, der hat sogar noch vorne rechts jetzt... Nee, vorne ist er repariert. Vorne ist er repariert, nur hinten der Diffuser. Den haben sie irgendwie wahrscheinlich vergessen beim Aufladen. Und da hatten wir keinen. Aber der ist auch jetzt nicht so brachial wichtig. Wichtig ist, dass vorne der Abtrieb da ist und dass der einigermaßen in die Kurve reinkommt. Und ja gut, ich glaube jetzt nicht, dass sie jetzt wirklich noch nach vorne fahren, weil sie haben schon auf den vor ihnen fahrenden Sackschwitze Porsche ungefähr 3 Runden Rückstand. Also da wird wohl nicht mehr viel passieren. Sie werden wohl auf dieser Platzierung bleiben. Aber was ganz klar ist, allerhöchsten Respekt, dass die hier nicht die Karre in die Ecke stellen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also ich weiß nicht, wie viele Leute... Ja, das ist Langstreckensport. Das muss man durchziehen bis zum bitteren Ende. Genau. Also ich teilweise, weiß nicht... Teilweise holt man sich so eben die Erfolge rein. Du sagtest ja gerade bei diesem Nordschleifenteam, was da Klassensiege erzielt, auch in der schwach besetzten Klasse. Aber da muss man erstmal durchfahren. Und wenn die anderen dann noch größere Probleme als man selbst bekommt, dann ist man plötzlich ganz vorne mit dabei. Richtig. Ich kann mich an die letzten 24 Stunden von Spa erinnern. Wo in der GT4-Klasse das im Grunde genommen am Schluss nur noch 2 Teams unterwegs waren. Ein Team musste im Grunde genommen alle 20 Runden reinkommen, um die Elektronik nochmal nochmal einen Schlag auf den Hinterkopf zu geben. Ja. Das hat dann gewonnen und das andere, ja, das war dann öfter mal mit Motorschäden in der Dings drin. Also das ist... Ist manchmal ein sehr mühsames Brot, was da gegessen wird, aber wenn dann zum Schluss der Klassensieg zu Buche steht, den nimmt dir dann keiner mehr. Ja, richtig. So, jetzt wird es hier langsam spannender. Also Stöllinger hat jetzt nochmal 1-2 Zehntel abknapsen können, ist jetzt noch ein bisschen dichter dran an Niklas. Also werden wir mal sehen, ob sich da jetzt vielleicht in der Rouge die Gelegenheit gibt, irgendwie ergibt mit Windschatten vielleicht mal einen Angriff zu setzen. Das ist ja schon mal der richtige Streckenabschnitt hier für Windschatten. Von der Kurve Paul Freya über Blanchiment bis hin zum
Oh, da geht einer ganz schön. Ja, das ist ja. Independence Simracer, die machen da fein Platz. Mhm. Das war getimed. Aber guck dir das an, auch hier beim Anbremsen. Ah, schade, ja, Niklas kommt in die Box. Auf, genau. Ja, ach, wie schade. Naja, gut, dann hat man vielleicht während dieser freien Runde, die man jetzt zur Verfügung hat, die Möglichkeit, da vorbeizuziehen. Ja, Ace Racing war aber schon, das ist schon eine Weile her, wo die, noch nicht so lange her, wo die drin waren, glaube ich. Gucken wir mal, ja, doch. Na gut, manchmal behindert mich ja so so ein Auto, was vor mir liegt, und dann sage ich, gut, wenn er weg ist, dann kann ich erstmal 2-3 Runden frei blasen. Ja, richtig. Nein, also Ace Racing war in Runde 41 drin. Also jetzt haben wir in Runde 60. Die werden jetzt, also 22 Runden gehen. Die werden jetzt auch demnächst reinkommen. Die ganzen Fahrerwechsel scheinen aber bislang ohne irgendwelche relevanten Ausfälle abgelaufen zu sein, ne? Bisher keine weiteren Probleme. Bis auf bei dem einen Team, da vermute ich es mal, was ist da was gewesen ist. Aber ansonsten sieht das alles bisher ganz hervorragend aus. Aber gut, das ist jetzt für Probleme beim Fahrerwechsel auch noch nicht die Distanz. Also die meisten Probleme bei den 24-Stunden-Rennen sind in der Nacht, weil da der Rechner halt nochmal deutlich mehr belastet wird. Und durch die, ja, also Dunkelheit, da hat die Grafikkarte, läuft da am Anschlag. Und das hat natürlich alles damit zu tun irgendwo bei diesem Fahrerwechsel, weil halt die vielen Informationen, die dann übermittelt werden, das sind zusätzliche Lasten durch die Online-Verbindung, die da kommen, die auf die CPU zukommen und so weiter. Und dann halt, ja, dann ist es auch noch dunkel, genau, die Pings wissen nicht, wo sie hin müssen. Und nein, das ist natürlich Quatsch. Aber da passieren eigentlich die meisten Ausfälle. Und das entspricht ja auch so ein bisschen der Realität, weil die meisten 24-Stunden-Rennen werden ja wohl auch in der Nacht entschieden. Ja, nicht unbedingt. Also ich habe in Le Mans ist ganz kritisch so ab 9 Uhr morgens. Ja. Sonntag morgens, 9 Uhr morgens. Und was ich so gesehen habe in Spa, da sieht es auch nicht anders aus. Also in der Nacht hat man zwar auch Ausfälle und Unfälle, aber richtig kritisch wird es erst so in den letzten 3-4 Stunden. Ups, so. Mama, er fährt noch eine Runde. Ja. Er fährt noch eine Runde, Störlinger. So. Die Runden hat er jetzt schon hinter sich. Jetzt geht's vorne los. Er müsste jetzt auch gleich reinkommen. Ne, Jörg Lang jetzt auf 2, Stefan Kahn jetzt in der Box. Stefan Kahn jetzt auf Platz 2 liegend bisher in der Box. Rickard Helsten ist noch unterwegs. War noch nicht in der Box. Aber der müsste jetzt kurz drauf reinkommen. Hm? Ja, obwohl der hat Runde 44 getankt das letzte Mal. Also das kann sein, dass der noch ein, zwei Runden draußen bleiben kann. Und jetzt wird's interessant, ob der Martin Störlinger das auch durchzieht, ohne Reifenwechsel. Ja. Sollte der Nissan da vom Setup ein bisschen konservativer eingestellt worden sein, dass der jetzt also weniger Reifen verbraucht und ich habe den weniger sliden sehen als die Corvette vorhin, dann könnte das ein Indiz dafür sein, dass die wirklich das versuchen und auf die Art und Weise versuchen, jetzt im Grunde genommen vorne in den Top 3 zu landen. Ja. Was wird mir denn hier angezeigt? Ach ja, Sebastian Röhn in der Box, ja richtig. So, Online-Motorsport zurück auf 6. Hans-Peter Maret sitzt drin. So, Sebastian Röhn, Martin van Ooyen, das ist GTR4U. Dann haben wir hier das zweite Team von... Nee, das ist dann Team... Martin van Ooyen fährt, glaube ich, Team 2. Jens Purkott, RSA Racing 2. Auch bis auf die 10 vorgekommen, also nicht schlecht. Noch vor dem ersten Team von RSA Racing. Nicht schlecht. So. Ostsee wir wollen Racing nichts verschreien, aber im Augenblick haben wir immer noch 24 Teams in Rennen. Das ist wirst du den, wirst du den Mund halten? Jetzt mal ernsthaft. Ich erzähl's hier vorhin auch noch, dass ich abergläubisch bin, was das betrifft. Knall hier, Gott, wenn jetzt noch einer ausfällt, dann beschwert euch bitte bei Harald, der ist schuld. So. Okay, natürlich Unsinn. Wenn es passiert, passiert, aber naja, gut. So.
Aston Hoffmann hier auf der 13, dann die LSF Racer mit Frank Flipsen auf der 14, auf der 15 Ulrich Neuting für Racing Association. Dirk Vogel unterwegs für die Braxmänner. Ich hoffe mal, dass die jetzt mal wieder so ein bisschen an alte Ehren hier anknüpfen können. Spätestens dann auf den A1-Ring, da sollten sie es eigentlich packen. Ben Giger, PVG Langstrecken, also ich glaube, die haben gesagt, wir wollen heute sicher gehen, dass wir nicht nochmal Strafgewicht kriegen. So, Ü40 Racing, Arno Güllering hier auf der 18, Udo Wagner für VE Racing auf der 19, Keller für GT1, der Alex Keller unterwegs. Das ist aber kein direkter Fight. Nee, der versucht sich hier zurückzurunden gegen Ulrich Nolting. Vielleicht gar nicht mal so die schlechteste Variante. Hast du denn mal eine Erfahrung bringen können, was da jetzt der Auslöser war am Start? Bei deinem Team? Sehr schönes Manöver hier von Keller. Das hat er clever gemacht. Der hat, ich glaube, da war jetzt auch Nolting ein bisschen überrascht, aber der hat auch kein Problem, ihn durchzulassen, weil er merkt, er ist schneller und ist eine Runde zurück. Also von daher kein Thema, lässt er ihn durch. Na genau diese eine Runde, die jetzt vor ihm liegt, zwischen den beiden Autos liegt, die muss der Alexander jetzt im Grunde genommen gut machen, weil der Ulrich Nolting ist auf Platz 15 unterwegs. Mhm. Der GT1 Alpina dagegen auf Platz 20 und die eine Runde müssen sie jetzt gut machen, um halt noch an die Punkte zu fahren. Der Ulrich Lamborghini liegt also auf dem letzten Punkt daran. Ja. So, Martin Stöllinger jetzt auch in der Box und jetzt wird es natürlich spannend. Mal da hingucken. Jens Purkert schon durch. Hier haben wir Stöllinger. Ausgefallen. Ach du liebe Zeit. Ja, ich hab's dir gesagt. Warum beschreist du's? Ja. Es ist immer so. Oh no. Ja. Ja, jetzt wird er auch als DNF angezeigt. Ja. Wie konnte das passieren? Das ist eine ganz bittere Geschichte. Also mal gucken, hier kriegen wir den jetzt nochmal. Wir versuchen mal hier. Lasst euch nicht wundern, dass die Autos jetzt hier rückwärts fahren. Wir versuchen hier mal eine Replay-Situation zu finden, in der wir sehen, was da passiert ist. Also, das ist ein Disconnect. Das ist ein Disconnect. Also da war noch nichts von Boxenstopp. Das war ein klassischer Disconnect, würde ich meinen. Kann das beim Hot Swap passiert sein? Bitte? Kann das beim Hot Swap passiert sein? Nee. Der war ja erst auf dem Weg in die Box. Also das glaube ich nicht. Ich denke mal, das ist... also vielleicht kann uns das mal einer schreiben. Gut, Stöllinger war jetzt unterwegs vor dem Emanuel Niklas. Zumindest auf der Strecke. Das heißt. Oh! Da gab es eben gerade McLaren, der da so ein bisschen abgebogen ist. Warte mal, jetzt müssen wir erstmal gucken, sind wir jetzt hier wieder live? Sorry, habe ich jetzt verpeilt. Ja, sind wir. So, Helsten kommt in die Box. Der Führende kommt in die Box. Schauen wir uns das erstmal an. Das schauen wir uns mal an. Ich meine, die machen natürlich alles richtig. Kein Schaden am Auto, alles wunderbar. Und können hier voll die Strategie gehen. Und das sieht, das ist wirklich, sehr, sehr gut organisiertes Team mit sehr guten Fahrern. Fahren wirklich, wenn sie hier antreten, auf Sieg. So, auf 2 jetzt momentan immer noch X-Factor Racing. Die haben auch noch ein bisschen Luft, bis sie, glaube. Ja, die müssten jetzt die nächste Runde reinkommen. Nee, übernächste. So, gut. Die Jungs von Current Motorsports haben nicht nötig, jetzt hier irgendwie Reifenwechsel einsparen oder solche Scherze. Die müssen hier kein Risiko mehr gehen. Deren Vorsprung ist so groß. Da denke ich mal, da brennt nichts mehr an. Ja, die wechseln jetzt den Fahrer, das ist klar. Ah, Jörg Lang ist gerade durchgegangen. Ja.
Da stand aber Hilsen schon 40 Sekunden in der Box. Plus Anfahrt. Und Peter Kasar ist eingestiegen. Genau, und Peter Kasar fährt weiter. Wunderbare Geschichte. So, und Peter Kasar ist nur nicht unbedingt ein Garant, dass es jetzt nochmal spannend wird an der Spitze. Das heißt, der wird jetzt hier auch nochmal richtig Zeiten gehen. Und ich denke mal, sollte es hier keine technischen Unzulänglichkeiten geben, das Ding für Torrent Motorsports eigentlich gegessen. So. Ja, Lutz, ich würde ganz gerne nochmal in den internationalen Stream gehen, wenn der einer existiert. Nee, der ist heute nicht. Der ist heute nicht, weil die Jungs, die den machen, heute selber Rennen haben. Ah ja, okay. Und ja, aber wenn du gerne nochmal ein Päuschen machen willst, kannst du gerne tun. Da kam ich ja gerade her. Ja. So, GP Racing auf 3, Sebastian Deck, aber wie gesagt, da fehlen jetzt überall noch ein paar Boxenstopps. Da haben wir auch mal die PVG im Bild. Hans-Peter Maid auf 4. Die haben sich wieder nach vorne gekämpft, aber das liegt halt auch in den Boxenstopps. Das hat mit den Boxenstopps zu tun und Michael Reiter hat jetzt auch das Auto bei Allstar übernommen. Das heißt, auch hier die Fahrerwechsel alle sauber. ETR4U ist momentan in der Box. So, Michael Reiter müsste jetzt erstmal... Upsala, was macht denn der Maid da? Das war jetzt aber keine Abkürzung. Nein, da kann es auch ganz schnell in die Leitplanke gehen. Ja, so, und er macht da auch gar nicht viel gewesen, sondern lässt den Reiter durch. Das haben wir ja bei den letzten 1000 Kilometer von Spa auch erlebt. Da gab es nämlich da auch einen Crash, hat seinen Oak Pescarolo zerlegt. Ja. So. Da kommen sie um die Ecke, die vierten und fünften. So, dann gehen wir mal auf die 6. Da fährt jetzt Notox. Und das ist ungefähr das, was Sebastian Röhn sich als beste Platzierung gegeben hat. Also er hat ja gesagt, Top 8, wenn es gut läuft, immer ein, zwei Plätze weiter vorne. Naja, also dann läuft bei denen ja alles nach Plan. Ja, da sind sie jetzt safe. Wobei ein bisschen mehr im Plan ist dann natürlich auch das Torren Motorsports Team, weil wenn die jetzt nach dem zweiten Platz am Sachsenring hier schon wieder einen Podiumsplatz... Ja, dann sind sie mit 70 Kilo unterwegs nächstes Rennen, ja. Ja, das dürfte in Sandfort dann eine spannende Geschichte werden, genau. Richtig, richtig. Weil man ja immer sagt, wer als erster Gewicht einlädt, der verliert das auch als erster. Insofern gleicht sich das alles ein bisschen weiter aus. Da erinnern wir uns mal an SBI letztes Jahr. Die haben das alles sauber mitgenommen und sind gefahren, als hätten sie es irgendwie in der Box liegen lassen. Die haben ja auch das dritte Rennen noch. Die sind ja dann am Schluss mit 100 Kilo gefahren. Ja. Mhm. Dann aber wurden sie eingebremst. Aber letztendlich hat es für die Meisterschaft gereicht und das war ja auch okay. Das haben sie sich auch redlich verdient. Ja, hatten sich natürlich auch standesgemäß einen Audi genommen, der ja letzte Saison ohnehin mit sehr viel Ballastgewicht unterwegs war. Mhm. Also, weiß nicht, wie das im Augenblick bei Audi aussieht. Ich glaube, die Balance of Performance Tests, die laufen erst noch im Laufe des gerade angebrochenen Monats. Da muss ich mal nachschauen. Es ist ja immer so, dass die SRO da normalerweise Tests organisiert. Wobei mir der Jürgen Barth letzte Saison schon erzählt hat, dass die Zusatzdaten, die man sich über die Blackboxen einholt, diese Tests im Grunde genommen schon fast überflüssig machen. Zur Erläuterung, jedes dieser Autos hat eine Blackbox installiert, die Beschleunigungswerte aufzeichnet, die Geschwindigkeitswerte aufzeichnet. Und die Daten aus diesen ganzen Blackboxen, die fließen in ein Analyseprogramm ein, das die SRO bei sich laufen hat. Und so können die permanent immer sagen, wie stark sind eigentlich die Autos wirklich? Was bringt uns da, wenn wir da 10 Kilo rausnehmen und hier einen Restriktor um 1 Millimeter kleiner machen?
die haben da immer den absoluten Überblick, was, wie sie diese 30 Modelle gegeneinander einregeln können. Und das ist, denke ich, das ist eine ganz spannende Geschichte oder eine ganz hochinteressante Geschichte, die sich jetzt ja auch der ACO zugute gemacht hat. Weil der ACO ja auch so neuerdings mit Blackboxen und mit einer Balance of Performance arbeitet. Mal abgesehen davon, dass wir hier einen Interviewgast haben, wir haben hier eine, da kommen wir aber gleich zu, wir haben hier eine ziemlich spannende Kiste, und zwar Steffen Materna, V8 für Quadriga Corse, RSR Racing mit dem Micha Tröscher auf 9, auf 10 Ostsee Racing mit dem Stefan Schulz und direkt dahinter GTR4U2 mit dem Carsten Hoffmann. Das heißt, das ist hier ein richtiger